Kann ein Roboterarm Autorität ausstrahlen? Und wenn ja, reicht die für ein großes Orchester? Man muss diese Frage wohl mit Ja beantworten. Immerhin haben sich die Dresdner Sinfoniker heute Abend von Händen im Industriedesign samt aufgestecktem Stab dirigieren lassen. Von mehreren sogar. Und so gab es bei der extra komponierten Roboter-Sinfonie unterschiedliche Tempi zur gleichen Zeit. Nur die strenge oder gegebenenfalls aufmunternde Mimik und Gestik des menschlichen Dirigenten am Pult, die fehlte dabei. Patricia Klime und Sibylle Muth. Es ist die erste Sinfonie für Blech und Schlagwerk, dirigiert von drei Robotern im Festspielhaus Dresden-Hellerau. Musiker der Dresdner Sinfoniker spielen nach Anweisungen des pinken, blauen oder gelben Roboterarms. Jeder dieser Arme gibt einen anderen Takt, damit ein anderes Tempo vor. Eine spezielle Premiere für Musiker wie Publikum. Ich war also fasziniert von den Bewegungen, habe also versucht zu erkennen, was jetzt die Regatta ist. Also ich fand es toll. Das ist auf jeden Fall innovativ und ist doch gut. Das Projekt wurde vor 2 Jahren von ihm initiiert, Markus Rindt, Intendant der Dresdner Sinfoniker. Gemeinsam mit Wissenschaftlern der TU Dresden tüftelte er daran, den Menschen durch Roboter auf dem Dirigentenpult auszutauschen. Als anspruchsvolles Experiment. Wir wollen keinen Dirigenten ersetzen. Ich glaube nämlich daran, dass ein Mensch das auf jeden Fall immer besser machen kann. Die Probenarbeit, die Mimik. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, in Beethoven spielen würde, das braucht man mit so einem Roboter nicht. Das ist sinnlos. Ne? Aber wenn man jetzt ein Stück schreiben lässt, was daraus Kapital schlägt, dass das Orchester in verschiedenen Geschwindigkeiten spielt, in verschiedenen Taktarten, dann macht es Sinn. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das 12-minütige Musikstück wurde extra komponiert. Die TU-Experten programmierten intensiv am Feinschliff der Arme. Denn Roboter bewegen sich nun mal anders als Menschen. Und wenn wir jetzt diese Komposition hier oder dirigieren wollen, kommen wir ganz schnell an diese Grenzen. Diese schnellen, kleinen Bewegungen sind unheimlich energiegeladen, intensiv. Und da haben wir vorher schon viel Arbeit reinstecken müssen, damit das noch gut aussieht und trotzdem vom Roboter machbar ist. Hochkonzentriert müssen die Musiker den Armen folgen, um nichts zu verpassen. Der Roboter hört nichts, hat keine Mimik und interagiert nicht mit dem Orchester. Das ist was ganz anderes. Es ist halt auch ohne Gnade, ne? Also es wartet auf niemand. Es zieht durch wie eine Maschine. Maschine hin oder her. Der Applaus belohnt alle am Projekt Beteiligten. Bei einer Uraufführung bleibt es nicht. Morgen gibt es hier nochmal Musik für Blech und Schlagwerk mit bunten Armen.